Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Cat Quest. Und ja, im letzten Part haben wir die Drachenbeschwörerlinie erweckt und einen Drachen bekämpft und besiegt. Und dadurch die Schwester von Feldtatzen gerettet. Und im heutigen Part werden wir was anderes machen, tatsächlich. Nicht die Story weiter, noch nicht. Noch nicht. Möchte erst noch was anderes erledigen. Ja, wir speichern kurz mal hier beim Hospital. Spiel gespeichert. Denn wir müssen das noch weitermachen. Der König der Löwen. Die Zeit ist gekommen, um König Löwenardo zu retten. Okay. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, machen wir das schnell. Der oberste Magier ist im Palast und bereit, dazu die Kugel herauszuziehen. Wir müssen sicherstellen, dass ihn niemand dabei stört. Mount! Jemand versucht, den obersten Magier aufzuhalten. Bam. Keuch. Bist du in Ordnung, Katzkollege? Oberster Magier, es ist dir gelungen. Irgendwas stimmt nicht. Halt dich von mir fern, Drakot. Er kontrolliert mich. Geht es dir wieder gut? Es tut mir so leid, Drakot. Miauns. Doch, der König ist jetzt sicher. Oh, ihre fällige Hoheit. Ihr habt meine wuschelige Mähne gerettet. Vielen Dank, junges Drachenblut. Doch jetzt ist es an der Zeit, zurückzugehen und zu tun, was immer ihr auch tut. Natürlich, ich habe euch auch eine Belohnung. Familienjuwelen. Ich vertraue dir meinen Familienjuwelen an, junges Drachenblut. Das ist schnurrtastisch, eure fällige Hoheit. Boah, ich kann nicht lesen. Jetzt müssen wir unsere Verteidigung verstärken, falls Rakot zurückkehren sollte. Wir stehen für immer in deiner Schuld, Drachenblut. Da sind wir Level 26, würde ich sagen. Aber 28 ist richtig. So. Da ist der Drache, den wir niederkloppen müssen. Aber wir können noch nicht übers Wasser gehen oder schwimmen. Das heißt, den können wir erstmal knicken. Deswegen möchte ich ja nach Tatzenstadt. Denn der letzte Tipp, den wir hatten von dem Turm, hat uns gesagt, dass wir nach Tatzenstadt sollen. So. Der Weg, um auf dem Wasser zu gehen. Den machen wir jetzt nämlich. Ich muss dringend auf dem Wasser gehen. Hilfe gesucht. Der Gouverneur. Das ist es. Auf diese Weise können wir den Drachen erreichen. Hallo. Seid ihr wegen der Quest-Notiz hier? Fantastisch. Meine katzige rechte Hand. Puss. Sollte eigentlich das auf dem Wasser gehen erforschen. Doch erst weg. Weg? Ei. Und dann gibt es da noch ein riesiges Wassermonster. Ich könnte ausrasten. Es frisst all meine Fischchen. Zerstört alle meine Boote. Was nützt eine Tatzenstadt ohne Boote? Und Fischchen. Wenn wir Puss finden, kannst du uns dann auch beibringen, aufs Wasser zu gehen? Ei, wir können zusammen auf dem Wasser gehen. Du bist sehr muskulös. In Ordnung, Katzkollege. Lass uns nach Puss suchen. Dann suchen wir nach Puss. Der Name. Mann, ey. Okay, gehen erst hier hin. Hier ist er nicht. Versuchen wir es woanders. Sollen wir jetzt einfach in ein Wäldchen suchen? Wo könnte Puss nur sein? Moment, ich nehme gerade eine seltsame Spur. Die muss zu Puss führen. Folgen wir ihr. Puss, wir kommen. Die Spur teilt sich, wenn es nur einen Weg gäbe, den richtigen Pfad zu finden. Herauszoomen. Warte, was? Achso, okay. Andere Worte, einfach dem Pfeil folgen. Letzte Ruhe, aua. Wegkloppen hier. Fragen wir die Stadtkatzen, ob sie Puss gesehen haben. Nachdem wir uns ausgeruht haben. Denn Ruhe ist wichtig. Puss, er ging vor 3 Tagen in die verpfoteten Felder. Doch er kam nicht zurück. Miau, 3 Tage, er kann inzwischen schon tot sein. Beeil dich. Ja, sehr wahrscheinlich ist er tot. Weil nicht mal ich kann denen was anhaben. Ganz ruhig. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bist du Puss? Psst.
Entschuldigung. Ich studiere, wie diese Monster auf dem Wasser treiben. Du bist seit 3 Tagen weg. Der Gouverneur hat uns wegen dir geschickt. 3 Tage? Dann mache ich mich besser auf den Rückweg. Ich sehe euch Kätzchen dann in der Tatzenstadt wieder. Quest abgeschlossen. Ah ja. Hat sich fast schon gelohnt, die Quest. Sieht das Seemonster da hinten? Cool. Der Zusammenschluss. Brauche Hilfe beim Problem. Auf dem Wasser zu gehen, trifft mich am Pier. Puss. Ich brauche dich, um die Ingredienzien zu den Magiern zu bringen und sie darum zu bitten, sie zu mischen. Und warum brauchst du uns dazu? Ich hasse Puss, das ist schon seit einer langen Zeit so. Es begann mit dem Leuchtturmkristall. Die Magier kam mit einem Prototyp zum Auf dem Wasser gehen an. Doch er war nicht vollständig. Ich habe ihre Rezeptur studiert und ich kann es mit Wissenschaft in Ordnung bringen. Ja, und diese Magier hassen Wissenschaft. Um Katzen willen. Okay, ich kann heute nicht lesen, es tut mir leid. Perfekt, wir kümmern uns darum. Siehst du die Banditen? Warum sind sie hier? Los, schauen wir mal, ob wir sie uns einen nach dem anderen verknüpfen können. 300 Erfahrung. Boah. Hey, diese Banditen haben uns nicht rechtzeitig gesehen. Magierkätzchen, bist du da drin? Ja, du hast die Banditen beseitigt. Vielen Dank. Wir stehen immer zu unser Zeug für diese verdammten Schnurriken Marigia. Und du könntest uns im Gegenzug einen Gefallen tun, indem du diese Ingredienzien für uns kombinierst. Mounts, das kommt mir bekannt vor. Wozu brauchst du das? Es ist was für den Gouverneur. Okay. Magier übergibt dir ein Zaubertrankfläschchen. Danke. Wie freundlich von dir. Ich will nicht sterben. Oh Gott. Bin nämlich gerade hängen geblieben. Das nicht nur im Spiel. Haha. Okay. Schlechter Joke, abgehakt. Ruff. Und speichern. So. Du gibst das Zaubertrankfläschchen an Puss. Großartig, es sollte nicht lange dauern, bis es fertig ist. Fantastisch, hier ist auch eine saftige Belohnung. Oh, Waldläufer-Axt wurde abgegradet. Und ein Level-Up für uns. Krass. Also, wirklich krass. So war's. Ich weiß gar nicht, was gibt's so? 6 Leben. Ist besser, um einiges. Dann machen wir mal noch eine. Schnurkige Magier. Ich muss mich verstecken. Geh zum Gouverneur, Puss. Hey, oh meine Götterkatze. Was ist mit Puss passiert? Schnurkige Magier haben vom auf dem Wasser gehen erfahren. Okay, jetzt versuchen sie im Namen reiner Magie zu stoppen. Roll. Was können wir tun, um zu helfen? Die sind hinter Puste, ja. Wir müssen ihn schützen. Schnurkige Magier, Nebenquest. Miau, ist das der schurkige Magier? Also hat der ketzerische Gouverneur einen Drachenblut um Hilfe gebeten. Zisch. Lass mal schauen, wie du damit klarkommst. Nur Haare. Gerade Katzkollege. Nehmen wir alles. Räube mal dein Fell, Katzkollege. Mir musst du dich keine Sorgen machen. Oh, da ist noch ein Bandit. Okay. Das ist zwar knapp. Bin gerade high concentrated. Shit. Habe ich nicht einen Heilspell? Habe ich, ne? Nichts mehr übrig, schurkiges Magierkätzchen. Pah, dir wäre fast das Mana ausgegangen. Wird mal ein bisschen heilen. Weil ich einfach nicht weiß, wie viel Schaden die machen. Deswegen einfach angreifen. Und heilen. Das schnurkige Magierkätzchen ist gerannt. Ihm nach. So. Und laufen wir hinterher. Pa, ihr wollt mich doch nicht tatsächlich verfolgen. Anscheinend wollte ich das doch. Will ich das doch, meine Güte. Bitte lasst mich gehen.
Wir wollten nur den Leuchtturmkristall reinhalten. Miau verwendet Fuß den Kristall für den Prototyp zum auf dem Wasser gehen. Mjein? Okay. Der Kristall ist ein magisches Objekt und sollte niemals für Wissenschaft verwendet werden. Tschusch. Geh uns aus den Augen, hau ab. Amipus, fertig. Jetzt muss ich nur noch etwas stehen gelassen werden, damit es richtig reagiert. Ich gebe euch wieder Bescheid. Ist eine Belohnung von mir. Vielen Dank. Knappenrüstung wurde abgegradet. Level 30 für uns. Wunderbar. Wunderbar. Wir haben 5000 Gold, ne? So. Wurde jetzt auch nochmal abgegradet. Wir sind praktisch unkillable jetzt gefühlt. So, wir speichern hier. Zum Abschluss gehen wir jetzt in KitKats Katzendings. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt sowas Besonderes. Suchst du nach Ausrüstung, denn wir mussten 5000 Gold zahlen. Dein Glück versuchen? Machen wir. Nee, das lohnt sich nicht. Schädelrüstung. Neue Items ausrüsten. Mhm. Okay, das sieht cool aus. Muss ich dir sagen. Und das verbessert uns. Verbessert nicht unsere Magie. Aber fast, wenn wir die upgraden können nochmal, dann ist die alle für ein Stückchen besser. Gut. Hat sich das gelohnt? Naja. Man weiß es nicht. Ist ja jetzt egal. Das speichern wir hier mal. Nochmal. Und dann verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.